Na dann mal los. Ha, wusste ich es doch. Hier hinten führt ein zugewachsener Weg tiefer ins Tal. Shana, ich komme. Komm schon, Spot, nicht trödeln. Belebte Natur. Ha, man kann es auch übertreiben. Hey, wen haben wir denn da? Was? Wo denn? Ich sehe nichts. Da ist ein Typ im Clownskostüm. Nimm mich nicht schon wieder auf den Arm. Du weißt doch, dass ich mich nicht umdrehen kann. Wer seid ihr? Wir sind Steine. Ach, ist das so? Ja, und das da hinten ist Ingo. Er ist mein Halbbruder. Hey, ich bin nicht dein Halbbruder. Ich bin dein Bruder. Ja, aber wir sind zu zweit. Und Bruder geteilt durch zwei, das ergibt Halbbruder. Bist du dir das sicher? Na klar, aber ich kann gerne noch mal auf meinem Rechenschieber nachsehen. Oh, das wäre super. Yep, Halbbrüder. Wobei ich mehr Hirn abbekommen habe und du mehr Stein. Und das sagt dir alles der Rechenschieber? Ja, hier steht's. Mann, ich würde auch gerne mal da drauf gucken. So ein Ärger, dass ich mich nicht umdrehen kann. Was treibt man als Stein denn so den ganzen Tag? Was denkst du denn, was wir tun? Wir tun das, was die meisten Steine so machen. Genau. Wir liegen rum und genießen unser schlichtes Dasein. Das in Ingos Fall besonders schlicht ist. Das klingt fast so langweilig, wie im Zirkus zu arbeiten. Wieso denn langweilig? Wir liegen hier rum, genießen die Sonne und trüben kein Wässerchen. Und wir haben auch keinen geheimen Plan. Die Welt zu unterjochen oder ähnliches. Ingo! Was denn? Es reicht mir langsam mit dir. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Nichts, aber auch gar nichts kannst du für dich behalten. Ich habe doch gar nichts gesagt. Ich habe doch gar nichts gesagt. Es kommt mir wieder vor. Woher sollte ich denn wissen, dass da eine Prinzessin im Käfig sitzt? Mann, ich habe langsam echt genug von deinen Ausreden. Aber du weißt doch genau, dass wir für unseren Plan noch einen Verbündeten brauchen. Eine mit Beinen. Aber doch nicht so ein Grünschnabel. Die Welt unterjochen? Das klingt nach einer Schnapsidee. Eine Schnapsidee? Und wie nennst du dann deine Entscheidung, heute Morgen diese Mütze aufzusetzen? Eigentlich schlafe ich immer in meinem Kostüm. Du bist schon wirklich seltsam, sagte der sprechende Stein. Und wie wollt ihr die Welt regieren? Na, wie wohl? Mit Stein einer Faust. Genau. Und nur zur Information, ich bin kein Grünschnabel. Siehst du? Er ist kein Grünschnabel. Und ob er einer ist, einer mit einem besonders grünen Schnabel. Für dich sind alle Beinwesen immer gleich Grünschnäbel. Hey Ingo, was ist denn das da vorne? Wo? Wo? Es scheint mir eine saftige Wiese zu sein oder ein großer Laubfrosch. Ich kann es nicht genau sehen, es leuchtet so grün. Was ist es? Sag's schon. Hey, Moment, jetzt kann ich es doch erkennen. Ja genau. Es ist sein Schnabel! Habt ihr es bald? Ich wollte mich eigentlich noch von anderen Dingen beleidigen lassen. Eine Wurzel, einen Blätterhaufen. Oh, du willst wohl widersprechen? Hm? Du wirst wohl nicht gern für einen Grünschnabel gehalten. Oh ja, ihr habt mich durchschaut. Es ist mir nämlich ausgesprochen wichtig, was zwei Steine am Wegesrand von mir denken. Du könntest uns ja das Gegenteil beweisen. Würde mich sehr wundern, wenn er es schafft. Wir sollten ihm wenigstens eine Chance geben, Ralf. Na gut. Dann stelle ich ihm die Fragen, auch wenn ich mir sicher bin, dass er sich nur blamieren wird. Wir werden sehen. Und ob wir das werden. Ha, bestimmt denkt er sogar, dass Shana ein mystisches Schlangenwesen ist. Aber Ralf, Shana ist doch ein mystisches Schlangenwesen. Unsinn. Shana ist natürlich ein Vogel. Du irrst dich. Möglich. Mich würde aber interessieren, was unser Grünschnabel denkt. Also, wer ist Shana? Shana ist ein Vogel. Denkst du das also? Interessant. Stell ihm die zweite Frage. Ja, da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Wie viele Augen haben mehr Augen? Das ist leicht. Es
Das sind natürlich 9. Du bist ein Trottel, Ingo. Mehr Augen haben natürlich nicht 9, sondern 11 Augen. Die Antwort ist 9. Ich bleibe dabei. Nein, es sind 11. Unser grünschnabeliger Freund wird das auch gleich bestätigen. Also, wie viele Augen hat ein Meerauge? 9. Das ist deine Antwort? Du hast ihn doch gehört. Stell ihm die dritte Frage. Schon gut, drängel nicht so. Die Frage lautet, wo wohnt Kalida? Ich weiß es, ich weiß es. Sie wohnt in der Mitte des Sees. Quatsch, Kalida wohnt in einer Höhle. Meinst du? Was ich meine, ist irrelevant. Der Clown soll die Frage beantworten. Also, wo wohnt Kalida? In einer Höhle. Ha, du bist ja doch ein Grünschnabel. Ich wusste es immer. Soll ich euch mal woanders hintragen? Untersteh dich! Wir lassen uns nicht herumschubsen. Von niemandem! Also ich hätte nichts dagegen, ein wenig gedreht zu werden. Ich gucke die ganze Zeit auf diesen Felsen dort drüben. Hast du überhaupt keine Würde? Wir sind Steine. Wir brauchen keine Hilfe. Aber Ralf, der Felsen sieht aus wie das Hinterteil einer Kuh. Außerdem liege ich schon seit Jahren auf einem spitzen Stock. Ich mag aus Stein sein, aber ich habe trotzdem Gefühle. Wir lassen uns nicht rumtragen. Und dabei bleibt es. Wisst ihr, wo ich Shana finde? Shana? Die wohnt in dieser Hütte da hinten. Du Ralf? Mann, wird die sich freuen. Du Ralf? Ich glaube... Sie hatte schon seit Jahren keinen Besuch mehr. Stopp mal, welche Hütte denn? Da steht nur eine Tür. Was? So ein Unsinn. Nein, Ralf. Er hat recht. Shanas Hütte ist eine Ruine. Schon seit langem. Aber wie konnte das passieren? Erinnerst du dich an diesen schweren Sturm vor 8 Jahren? 3 Monaten und 25 Tagen? Natürlich, ich bin ein Stein. Ich vergesse nie etwas. Tja, dann erinnerst du dich sicher auch noch an das Erdbeben am nächsten Tag. Und ob? Das war der Tag, an dem meine Termitenfarm kaputt gegangen ist. Verfluchte Erosion. Dann ist das Haus also einem Erdbeben zum Opfer gefallen? Nein. Den Termiten. War klar. Heißt das, Shana wohnt hier nicht mehr? Nein, nein. Sie wohnt noch hier. Tut sie das? Ja. In der Hütte? Ja. Von der nur noch die Tür steht? Jetzt hast du's. Oh Mann, ich bekomme schon wieder diese Kopfschmerzen. Bis später. Du weißt ja, wo du uns findest. Wir sind Steine. Wir laufen schon nicht weg. Und hier soll Shana wohnen? Wie soll denn das möglich sein? Na, so wird das aber nichts. Was hat er gemacht? Er hat versucht, die Hütte auf dem normalen Weg zu betreten. So ein Grünschnabel. Ach, ey. Hat er es wieder auf dem normalen Weg versucht? Ja. So ein Grünschnabel. Gib's auf! So wird das nichts.
Elender Grünschnabel. Gib's auf! So! Gib's! 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 Gib's auf! Gib's auf! So wird das nichts. Elender Grünschnabel.